erster öffentlicher Auftritt nach der Liebessensation, obwohl auch Anna Ermakova, 18, und Luna Schweiger, 22, über den Laufsteg eines Brillendesigners schwebte, richtete sich die Aufmerksamkeit schlagartig auf Helene Fischers mutmaßlich neuen Freund Thomas Sietel, 33. Doch ausgerechnet die vielbeachtete Premiere in München ging gehörig schief. Das Timing hätte wohl kaum schlechter sein können, während Helenes Ex, Strahlemann Florian Silbereisen, heute für den TV-Coup der Woche sorgt, er wird der neue Traumschiff-Kapitän, wird der neue Mann an ihrer Seite belächelt. Grund: Dem 33-Jährigen passierte ein unglückliches Malheur bei seinem Kevalk-Auftritt in München. Offenbar als Stargast bei der Rodenstock-Eiwehr-Show angekündigt, stand Sietel im Mittelpunkt der Show. Kein Wunder, kocht die Gerüchteküche um eine angebliche Beziehung mit Schlager-Queen Fischer seit Dezember hoch. Bestätigt haben sie ihre angebliche Beziehung bislang nicht. Sietel, der die Atemlos-Sängerin auf ihren Tourneen als Luftakrobat begleitet, hat sich seit der Sensations-News aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seinen Instagram-Account deaktiviert. Nun musste sich das Model erstmal an den Rummel um seine Person gewöhnen und meisterte seinen Laufsteg-Auftritt tatsächlich souverän. Dumm nur, dass es der 33-Jährige anschließend so eilig hatte, den neugierigen Blicken der Fotografen und Gästen zu entfliehen, dass er prompt die winkende Designerin über den Haufen lief. Abts. Seht den Patzer hier im Video, neben Sietel traten diverse Promi-Kids bei der Show auf. Unter anderem Boris Beckers Tochter Anna Ermakova, Til Schweigels Tochter Luna, Claudia Effenbergs Tochter Lucia Strunz, Tim Löbinöts Sohn Tiger sowie die Zwillinge von Julia Siegel, Mia und Nathan Wehrmann, liefen über den Laufsteg. Während die Eltern bei der Show ihre Kinder begleiteten, fehlte von Helene jede Spur. Auch die Aftershow-Party ließ Sietel Medienberichten zufolge sausen. So bleibt es vorerst beim ungewissen Beziehungsstatus der Sängerin und ihrem Tänzer.